Der Nationalrat hat die neuen Corona-Kurzarbeitsmodelle beschlossen. Die aktuelle Kurzarbeitsregelung läuft ja mit Ende Juni aus. Ab Juli soll es dann neben dem bisherigen ein zweites reduziertes Übergangsmodell geben. Diese und weitere wichtige Nachrichten vom Tag sehen Sie jetzt bei uns im Überblick. Der Nationalrat hat die neuen Regeln für die Corona-Kurzarbeit beschlossen. Das großzügige Kurzarbeitsmodell soll ab Juli nur noch für besonders betroffene Branchen wie die Stadthotellerie gelten. Für andere Unternehmen gibt es ein Übergangsmodell, bei dem Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 15% der Kosten selbst tragen müssen. Welche Unternehmen als besonders betroffen gelten, soll das Arbeitsmarktservice festlegen. Die Corona-Ampelkommission ist besorgt über die Ausbreitung der Delta-Variante. Bei anhaltender Verbreitung könnten die Corona-Zahlen bereits im Sommer wieder ansteigen, warnt die Kommission. Die aktuellen und kommenden Öffnungsschritte müssten daher genau überwacht werden. Die Coronavirus-Variante Delta ist ansteckender als bisherige Mutationen und führt zu teils schwereren Krankheitsverläufen. In der österreichischen Hochschülerinnenschaft haben sich drei Fraktionen auf eine Koalition geeinigt. In den kommenden zwei Jahren wird die ÖH vom Verband Sozialistischer Studentinnen, den Grünen und Alternativen Studentinnen und der unabhängigen Fachschaftsliste dominiert. Bei der heutigen konstituierenden Sitzung soll die Spitzenkandidatin der sozialistischen Studentinnen Sarah Velic zur neuen ÖH-Bundesvorsitzenden gewählt werden. Im Iran wird heute ein neuer Präsident gewählt. Als Favorit gilt der konservative Justizchef Ebrahim Raisi. Der bisherige Präsident des Iran, Hassan Rouhani, darf nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten. Mehr als 59 Millionen Iranerinnen und Iraner sind stimmberechtigt. Das ÖFB-Nationalteam hat im zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande 0:2 verloren. Die Niederländer gehen nach einem Elfmetertor in der 11. Minute früh in Führung und erzielen in der zweiten Halbzeit dann das 2:0. Sie stehen jetzt bereits fix im Achtelfinale. Das dritte und letzte Spiel der Österreicher in der EM-Gruppenphase findet kommenden Montag gegen die Ukraine statt. Strahlend sonnig ist es heute Vormittag im Großteil Österreichs. Die Wolkenfelder, etwa im Lungau oder in Teilen der Steiermark, lösen sich bald auf und machen der Sonne Platz. Am Nachmittag bleibt es meist sonnig. Über den Bergen werden die Quellwolken aber größer und so muss man mit dem einen oder anderen Gewitter rechnen. Mit föhnigem Südwind steigen die Temperaturen auf 29 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten von Innsbruck bis Wien.